Walamagulis, Tiefseewölfe und Abenteurer. Ich habe mal ein bisschen alles fertig gemacht, ne? Da ich mir nicht mehr sicher war, ob ihr das schon kanntet. Das ist jetzt unser Lager. Fehlt nur noch eine Beschriftung. Jetzt haben wir es endlich mal ordentlich. Und, ja. Ich habe ein bisschen aufgeräumt, ne? Wir haben jetzt Posterchen. Und... Das darf natürlich bei einem Unterwasserabenteuer nicht fehlen. Eine Captain's Kabine. Oh yeah. Und ich habe ein Kuscheltier im Bett. Ist das nicht cool? Das haben wir letztens eingesammelt. Und guckt euch das an. Ist das nicht süß? Ach ja. Und ein Observatorium. Was war das Rote da gerade? Ist das nicht einfach eine herrliche Aussicht? Ich meine... Wann kriegt man so etwas schon mal geboten? Naja, das habt ihr jetzt auch gesehen. Und eigentlich lasse ich die Dinger immer offen, weil es mir zu nervig ist. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich irgendwann mal wieder dagegen stoße und die alles vollläuft, soll wenigstens ein Raum normal sein. Nun gut, was gibt's noch Neues? Der Raum da hinten ist weg. Dafür ist der Raum jetzt hier. Da kommt dann vielleicht, weiß ich noch nicht, das Becken oder so hin. Ich habe noch keine Ahnung. Jetzt, wo wir die Aurora gefixt haben. Ich weiß nicht. Jetzt ist das Leben so sinnlos geworden. Nein, die Wahrheit ist, ich mache heute eine sehr kurze Folge. Also sehr kurz, vergleichsweise. Wobei, die anderen sind für euch auch kurz. Nur, ihr seht sie nicht so kurz. Also ich nehme auch heute nur kurz auf. Wenig Cutten etc. Ich muss gleich noch was machen. Und ich habe Far Cry 5. Das hätte ich sogar jetzt schon gespielt, auch auf dem Kanal, aber zur Zeit dieser Aufnahme habe ich das Spiel eben noch nicht durch. Und das nervt, weil du kannst keine zwei Spielstände haben. Yay! Oh fuck, ich wollte einen Krebs bauen, damit wir endlich einen Powersuit haben. Aber es sieht aus, als brauchen wir Aerogel. Und dafür brauchen wir Rubine. Und die Dinge haben wir nicht. Tja, das bedeutet dann wohl, warte mal, Diamant, Plaststahl. Plaststahl ist kein Ding. Emaliertes Glas ist auch kein Ding. Aerogel brauchen wir dann noch. Gelsäcke haben wir hier. Blei und Diamant. Ah. Tja, das Klügste wäre ja dann wohl, zu zweit... Ah, dieses Symbol da rechts. Links. Sorry. Was soll denn der Blödsinn? Weißt du was? Vielleicht lasse ich es einfach an. So. Jetzt haben wir zwar das Symbol irgendwo... Theoretisch? Wo ist denn das? Ach, da. Aber zumindest haben wir es dann nicht mehr überall nervig hier. Oh nein. Komm! Ha! Geschafft. So, mein Vorschlag wäre, wir gehen zur anderen Basis. Auch wenn ich mich erstmal orientieren muss wieder. Aurora? Aurora! Also müssen wir noch da. Und scheiße, obwohl ich bin noch hier. Ich war... Wo war der Eingang nochmal? Ach da. Ich habe was vergessen. Ich würde nämlich sagen, wir brauchen eine Boje. Ah, eine Boje. Was brauchen wir dafür? Kupfer und Titan. Wo war noch mein Lager? Da. Siehst du, jetzt finden wir auch mal was. Jetzt wissen wir auch direkt, wenn das Ding leer ist, haben wir wirklich nichts mehr. Das heißt, wir brauchen Kupfer. Holy shit. Falls jemand gerade zufälligerweise weiß, gibt es eine Möglichkeit bei Far Cry bzw. bei Ubisoft mehrere Profile zu haben? Also theoretisch ja, ich könnte mehrere Accounts anlegen, aber das wäre nachteilhaft, finanziell gesehen. Da müsste ich jedes Spiel mehrfach kaufen, nur weil ich es ja spielen möchte. Aber einmal zum Spielen wird ja reichen. Aber so muss man es entweder direkt aufnehmen oder... Finde ich blöd. Jetzt muss ich das Spiel erst durchspielen, damit ich es dann nochmal anfangen kann. Weil wenn ich es jetzt nochmal anfange, gibt es ja nicht mehrere Ladestände. Das ist blöd. Ha. Mir fällt jetzt auch keine Lösung ein. Wenn euch eine Lösung einfällt, kannst du mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber wahrscheinlich habe ich bis dahin schon eine. Oder das Spiel durch. Bin jetzt auf 60% nach 2 Tagen. Es gibt welche, die hätten das schon lange durch, aber hey. Innerhalb von 2 Tagen die Hälfte des Spiels durch haben oder über die Hälfte.
Und dieser Tag ist noch nicht rum. Ich würde sagen, es schaut okay. Man muss ja nicht hardcore übertreiben. Das Einzige, was mir gerade Gedanken macht, ist, wie kommen wir zu dem anderen Häuschen? Ohne Orientierung ist das immer schwer. Ah, Kelp Forest, das ist schon mal gut. Irgendwo von hier ging es weiter. Die Frage ist nur, wo? Also wenn ich den Mushroom Forest finden würde, der irgendwo an der Grenze zum Kelp Forest ist. Hier sind Grassy Plateaus, das kann es also auch nicht sein. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, dass man durch den Kelp Forest muss. Und da ist ein scheiß großes Wrack. Holy shit. Wusste ich doch, ich habe irgendwelche Umrisse gesehen. Oh, da ist auch schon ein Eingang. Stopp! Gibt es noch einen anderen Eingang? Ah, nehmen wir den. Haben wir schon? Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Lampe. Ich glaube, hier waren wir schon, oder? Nur sind wir da reingegangen. Ja, ich glaube, hier waren wir tatsächlich. Ist egal. Gucken wir doch mal rein. Hallöchen. Woher wusste ich das? Es war geraten. Aber es war gut geraten. Oh. Noch ein Poster. Wir haben schon eins. Ah, ist egal. Man kann hier noch Poster. Laser. Wir waren hier doch noch nicht. Ah. Okay, dann war es vielleicht einfach nur in irgendeinem Single Playthrough, wo ich das gemacht habe. Und die Orte kommen einem ja alle bekannt vor. Aber... es hätte sein können. Was sind das für creepy Sounds? Alter. Ich habe mal einen Let's Player gesehen, der genau hier in diesem Gebäude war, also Wrackteil war. Oh, geil. Und da sind Geister gespawnt. Ist kein Witz. Ich werde es wahrscheinlich nicht verlinken, weil ich einfach keinen Bock habe, es rauszusuchen. Aber das müsste entweder IGP oder der andere, dessen Namen ich mir nie merken kann, gewesen sein. Antro irgendwas. Macht hauptsächlich Let's Plays im Survival-Bereich, aber größtenteils sehe ich bei ihm Subnautica. Und? Was haben wir hier? Schon wieder bekannt, das gibt's doch nicht. Wir kennen alles schon. Dabei hatte ich gehofft, wir finden mal einen Kompass. Weil Kompass haben wir noch nicht. Finde ich blöd. Kann man hier rein? Was wegmachen irgendwie? Was bist du? Batterieladestation, haben wir alles. Gut, hier wollte ich nicht hin, aber es... nee, es hat sich eigentlich nicht für uns gelohnt. Weil ehrlich gesagt habe ich ja nichts davon nutzen können. Die beiden einzigen Dinger, die ich hätte nutzen können, die hatte ich schon. Boah, mir kommt da gerade eine Idee. Planänderung, wir machen es ganz anders. Wir gehen doch nicht zu einer anderen Basis jetzt. Wir gehen zu einem geheimen Schiffswrack, das gar nicht so geheim ist. Aber es ist einfach beschissen schwer zu finden. Zumindest für mich. Und im besten Fall finden wir das. Und im besten Fall passiert dann das, was ich denke, das passieren sollte. Im schlechtesten Fall passiert das, was ich denke, was nicht passieren sollte. Dann treffen wir nämlich einen Reaper. Zyklo, Zyklo, Zyklo. Bäh! Oh, wir haben den Rumpf und die Maschinen. Was fehlt noch? Brücke. Wir brauchen noch Brückenteile von der Zyklop. Wundert euch nicht, wenn ich Titan sage, ja? Zyklop klingt scheiße. Und ich nenne mein Schiff sowieso die Titan, also... es sei denn, hier stimmt was komplett anderes ab. Okay, jetzt kommt der Scheißteil, den ich immer habe. Und zwar komplett ohne Kompass ist das jetzt noch blöder. Ich weiß, dass man hier rum muss. Oh. Da oben ist er. Da oben ist er. Oh, 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 oh. Verfolgt mich nicht, du hast mich nicht gesehen. Oh, fuck, 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 fuck. Geh weg, geh sterben. Niemand mag dich. Deine Eltern haben dich ausgestoßen. Du bist adoptiert. Hau ab. Willkommen in der Bulbsaw, meine Freunde. Irgendwas brauchen wir von dir, glaube ich, noch.
Und zwar ist hier irgendwo ein Wrack, das wir finden müssen. Hey, Livepod 12. Cool. Das könnten wir nebenbei auch mal eben machen. Wenn wir schon mal hier sind. PDA. Schiffsarzt. Mir ist ein Fehler in diesem Spiel aufgefallen. Und zwar basiert das Spiel doch darauf, dass wir die einzigen Überlebenden... Oh, fuck. Die einzigen Überlebenden sind. Aber dann wäre meine Frage, wenn wir die einzigen Überlebenden sind und das im Schiffscomputer auch aufgezeichnet ist, wie wird dann Teil 2 bzw. das DLC aussehen? Ist dann jemand früh abgesprungen, aber das steht nicht im Schiffslogbuch? Das finde ich dann auch wieder komisch. Ganz seltsam. Aber... Oh oh. Oh, ich glaube, wir sind falsch gefahren. Diese Gegend sieht aus wie etwas, das ich nicht besuchen wollte. Ich glaube, wir machen mal lieber das Licht aus. Weil Licht zieht die Viecher an. Scheiße. Aber... Ey, verdammter Müll. Jetzt mal ohne Witz. Es ist jedes Mal der gleiche Shit, dass ich mich verfahre. Weil ohne Kompass habe ich hier wirklich keine Orientierung. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Das klang irgendwie ungewollt nah. Also wie gesagt, wir müssen anscheinend irgendein Wrack finden noch. Ne? Das war eigentlich der Plan. Der Ausweichplan. Oh, Elektro-Dingsies. Da ist unsere Basis, da ist der Livepod. Das heißt, da ist die Aurora. Ja, ich wette, wir sind auch quasi fast richtig. Und ich bin wieder einfach nur dran vorbei. Aua! Entschuldigung. Fisch. Ist es das, was ich gesucht habe? Leuchtet da was? Da leuchtet was! Ich glaube, ich habe es doch gefunden. Boah, fuck off. Ja, durch Zufall als gewollt, aber... Ist es das? Ja! Wir haben ihn! Awesome, das war's. Weißt du was? Wenn wir schon mal hier sind... Einmal Licht aus, einmal Reparatur dran. Ich glaube, das, dann machen wir auch... Boah, fuck! Fuck! Lass mich! Holy! Fucking! Er kommt zurück, oder? Ist das jetzt zurückkommend oder nicht? Holy Sch... Alter! Muss das sein? Muss da auf einmal was Großes, Blitzartiges, Leuchtendes auftauchen neben mir? Findet ihr das in irgendeiner Form witzig? Nein, ist es nicht. Gosh! Okay, cool, wir haben den Zuchtbehälter. Das wollte ich haben. Was haben wir hier? Leuchtende Kiste. Batterien. Wieder eine leere Sporttasche. Holy... Alter! Ich hab's gerade repariert. Lass mich in Ruhe. Puh. Okay, dann habe ich doch das gefunden, was ich gesucht habe. Wenn wir jetzt nur noch den Weg zurückfinden, ne? Da ist das, da ist das. Ich würde sagen, wir müssen in die Richtung. Ha! Da hat doch irgendwas blau geleuchtet. Ist das ein Wrack oder ist das unsere Basis? Es wäre so schön, wenn das die Basis wäre. Ich befürchte fast, dass das nicht so ist. Oder fängt jetzt coolerweise der Mushroom Forest an? Denn wenn dem so wäre... Nein, das war ein Wrack. Ist jetzt Licht an? Ja. Okay. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob wir hier schon mal waren. Aber das ist dann eher was für noch eine andere Folge. Hier ist irgendwo was.
Jetzt müssen wir das von den Mushroom Base finden und ich würde sagen, falls wir sie gefunden haben sollten, eventuell. Und wenn nicht, dann verpissen wir uns einfach wieder zurück. Ah, da oben sehe ich doch Pilze, glaube ich. Oh oh. Nein, nicht du. Wo ist der andere Schreihals hier? Keine Ahnung. Aber wie gesagt, wenn wir sie gefunden haben und ich denke mal, dass das jetzt der Fall sein wird, dann würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss für heute. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie wir die Basis nennen sollen. Ansonsten habe ich bis dato einen Namen gefunden. Was jetzt auch nicht unbedingt so schlimm wäre. Aber ich möchte genauso auf eure Wünsche eingehen. Also wenn ihr einen Namen habt, ab in die Kommentare. Und scheiße noch eins. Warte mal. Da ist der Kelp Forest. Hier ist der Mushroom Forest. Hinter mir ist Grassy Plateaus. Das würde bedeuten, ich muss in die Richtung für meine Basis. Theoretisch. Ist das ein Wrack? Nein, das ist ein Berg. Das ist ein Bergwrack. Da ist die Balbsau. Und da schreit irgendwas in meiner Nähe, was ich nicht in meiner Nähe haben möchte. Ich habe meine Base verloren. Ja, das ist die Balbsau, das ist Kelp Forest. Ich hätte schon lange an meiner Basis sein müssen, bin ich aber nicht. Och, scheiße. Bist du Sand? Ja, du bist Sand. Ey, das Licht ist schön. Es ist angenehm, dieses Blau. Doch, das ist ein sehr angenehmes Blau. Was jetzt zu einem relativ okayen Grün wird. Gosh, ich denke die ganze Zeit, das sind Wrackteile. Naja. Scheint so, als würde ich meine Basis da nicht mehr finden. 800 Meter, 900 Meter. Warte mal, hinter mir geht's dahin, wo wir gerade herkommen. Theoretisch. Oder? Ja. Das sind die Pilze, die an die Mountains grenzen. Genau. Danke für den Hinweis. Das heißt, in der Theorie, zweite Theorie, müsste circa in diese Richtung irgendwo unsere Basis sein. Denke ich. Ja, da ist... Ist das ein Wrack? Ein Mini-Wrack. Entschuldigung. Ich nehme hier alle Fische mit. Sorry! Ja, okay. Ich befürchte, die Basis finden wir dann beim nächsten Mal. Aber das ist ja nicht schlimm. Vielleicht finde ich ja bis dahin auch mal einen Kompass. Wobei, warte mal. Da ist die Aurora. Ich würde jetzt sagen, in der Theorie ist unsere Basis hier. Aber ich habe jetzt eine Menge Theorien aufgestellt. Allerdings, eine Sache sorgt dafür, dass ich denke, dass ich recht habe. Dieser Kelp Forest hier. Denn wisst ihr noch, wir müssen einmal durch den Kelp Forest und dann sind wir bei unserer Basis, nachdem wir einen Berg runtergegangen sind. Das heißt, vor uns müsste es... Ja, Berg, schön. Und jetzt müsste es theoretisch runter in den Mushroom Forest gehen. Es sei denn, ich bin nicht weit genug links. Nun ja, das können wir aber gerne beim nächsten Mal machen. Weitere Schritte planen. Ich würde sagen, wir bleiben dann erstmal, falls wir sie finden, in der zweiten Basis. Bauen das Ganze ein bisschen aus. Und arbeiten dann mal auf den Krebs hin. Das klingt immer so blöd. Wir arbeiten darauf hin, den Krebs zu bekommen. Nein, das ist falsch. Aber ich meine das Gefährt. Wir wollen den Prawn Suit haben. Ich finde die deutsche Übersetzung mit Krebs immer noch lächerlich. Nun gut. Schade. Dann halt keine gemeinsame Basis mehr. Ich suche jetzt auf jeden Fall noch weiter und starte die Aufnahme nicht, bevor ich die nächste Basis wieder entdeckt habe. Ich bedanke mich also soweit fürs Zuschauen. Hey, ich glaube, ich habe es gefunden. Yay, Mushroom Forest. Und zwar der richtige. Jetzt wird das Finden der Basis leichter. Also, ich bedanke mich trotzdem soweit fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen, auch wenn wir, ja, ich sag mal, heute etwas weniger gemacht haben. Einfach nur ein bisschen rumgechillt, ein bisschen geredet und
Wir haben den Zuchtbehälter bekommen. Oh, das Ding ist so gut. Ich habe die Basis gefunden. Hey, wir haben sie doch noch gemeinsam entdeckt. Schön. Also haben wir zwei Ziele heute erreicht. Wir haben einen geilen Zuchtbehälter bekommen. Holy shit, ich habe noch gar nichts gebaut. Ah, okay. Und ich habe meine Basis gefunden. Awesome. So. Also nochmal eins zum Abschluss. Denkt dran, wenn ihr es anders benennen wollt, Kommentare. Ansonsten... Ach, scheiße. Aufnahme ausmachen, Moment. Ansonsten heißt sie Shroom Base. Einfach, weil ich es kann. So. Macht den Tag zum schönsten eures Lebens. Valador Herris. Euer Wolf.